Hallo Leute, willkommen zurück zu Warptorium. Und wenn ich mir die Karte so anschaue und die Meldung hier unten, werden wir hier viel Öl finden. Aber zuerst, wie immer, müssen wir die Harvester anschließen. Den habe ich ja letzte Folge nicht abgebaut. Und dann werden wir auch Kohle brauchen. Aber eins nach dem anderen. Bilder sind nicht wahnsinnig groß. Und dann sehen wir das nach oben. Stein brauchen wir momentan wahrscheinlich noch nicht, aber irgendwann schon. Und ich mach mal eine Runde mit dem Auto. Um zu sehen, wo denn hier das Öl und das Uran ist. Okay, dann haben wir hier ja schon mal ein Ölfeld gefunden. Lass uns das doch rasch mal anschließen. Um unsere Vorräte aufzufüllen. Ich werde wahrscheinlich ein paar mehr Rohre brauchen. Während wir hier viel Öl vorfinden, gibt es auch außenrum recht viele Nester, und die Nester sind nicht klein, aber Uranerz habe ich keins gefunden. Drum denke ich, sobald die Alien hier überhand nehmen, sollten wir vielleicht weiterziehen. Mit der persönlichen Laserverteidigung nun auch geforscht, werden wir definitiv eine bessere Rüstung brauchen und auch eine alternative Quelle für die Power, die wir dafür brauchen, aber dazu brauchen wir gelbe Fläschchen. Darum denke ich, machen wir doch einfach nochmal hier mit etwas B
blau. Weiter. Vielleicht Raketenbrennstoff. Und dann muss ich sicherstellen, dass ich hier wieder gut mit Munition eingedeckt bin. Für die nächsten Angriffe. Und natürlich auch hier haben wir schon 700 Fläschchen, und für die Forschung, die wir da im Auge haben, die Kovarex-Anreicherung, da brauchen wir 1500. Da sind wir noch etwas davon entfernt, auch wenn wir die Forschung nicht unbedingt 1:1 so viele Fläschchen verbraucht. Mit der Tatsache, dass sich die Verschmutzung immer weiter ausbreitet und nun doch schon einige Alienhorden kommen, denke ich, ist es an der Zeit, hier zusammenzupacken. Insbesondere da wir ja jetzt mit Öl gut aufgestockt haben. Und hoffentlich finden wir einen Planeten, der Uran für uns bereithält. Aber auf dem wir auch genügend Ressourcen finden, denn hier Eisen und Kupfer, da geht zu wenig durch, dass wir das wirklich so durchziehen können. Drum packe ich hier mal das Förderband ein. Hier noch ein Strommast. Und wie ihr sehen könnt, bin ich auch weiterhin dran, Bestandteile oder Bauteile für unseren Fusions- oder Nuklearreaktor zu bauen. Das ist noch ein bisschen hin, bis ich da alles habe. Und dann brauchen wir ja immer noch das Erz und die Anreicherung. Aber wir hoffen, dass wir das auf dem nächsten Planeten erledigen können. Und da wir jetzt ja beliebig lange auf einem Planeten verweilen können, macht es vielleicht sogar Sinn, einfach weiter zu springen, bis wir einen gefunden haben, der unseren Bedürfnissen entspricht. Während wir auf einen Planeten warten, der gute Bedingungen für uns bereithält, habe ich hier unten eine kleine Produktion für Raketenbrennstoff aufgebaut. Den werden wir brauchen, wenn wir dann eine Rakete haben können. Nun, dieser Planet sieht doch schon einiges besser aus. Wir haben großes Eisenfeld hier. Wir haben Kohle hier. Zwischen Kupfer.
springen wir hin. Yep. Dann machen wir da mal Strom dran. Und ein bisschen Förderwand. Und dann brauchen wir jetzt auch wieder mal Stein. Hier ein Turm, da ein Turm, etwas mehr Munition rein. Und dann ziehen wir das Förderband hier rüber. Natürlich gibt mir das Förderband aus, kurz bevor ich am Ziel bin. So, angeschlossen, dann kann ich ja mal meine Runde drehen. Natürlich nehme ich noch Außenpost mit, dass wenn wir was finden, sprich Uran, können wir dann gleich anschließen. Ich habe endlich ein Uranfeld gefunden, aber es war ein harter Kampf und es ist auch etwas weit weg. Aber das soll uns nicht daran hindern, hier Uran abzubauen. Wir werden hier vielleicht das Ganze etwas weiter weg platzieren. So, so, dann brauchen wir noch etwas Strom. Dann hier einen Turm und dann hier noch einen. Andere Seite. Hoffentlich ist das ausreichend. Dann hole ich mein Auto, das ich hier oben stehen lassen habe. Und gehe durch das Portal zurück in unsere Basis. Wir sind noch nicht ganz so weit, um wirklich da in die violette Forschung einzusteigen. Aber wir können hier außenrum mal die Türme forschen. Die sind noch 200 Fläschchen. Und dann wahrscheinlich hier die Laserfeuerrate, Laserschaden. Das werden wir dann wahrscheinlich irgendwann brauchen, bevor wir wirklich Laser effektiv einsetzen können. Mit der letzten Turnplattform bald fertig und 1300 violetten Fläschchen,
denke ich, das, was uns hier an der Covarex-Anreicherung hindert, sind wahrscheinlich nicht die violetten Fläschchen, sondern eher die blauen. Drum denke ich, wir starten hier mal, nehmen alles, was wir hier haben, packen die hier rein und dann kann es schon mal losgehen. Denn wenn wir hier schauen, da haben wir schon ein paar hellgrüne auf der Seite. Das heißt, wir sollten in der Lage sein, die Maschine anzuwerfen, sobald die Forschung durch ist. Und hier sehen wir die Verschmutzung, die dehnt sich aus. Hier untenrum haben wir einen Waldgürtel, der das Ganze etwas ausbremst. Aber hier oben, da ist wenig Wald vorhanden. Das heißt, wir dürften da bald mit Aliens konfrontiert werden. Und während wir hier auf die Covarex-Forschung warten, können wir auch schon mal überlegen, wie wir an ein paar gelbe Fläschchen kommen. Die Fluggestelle haben wir, die blauen Prozessoreinheiten haben wir, beides oben. Da brauchen wir dann eigentlich nur noch die Leichtbauteile. Das hier hinstellen, haben wir hier zwei von den drei Einheiten und vielleicht können wir hier noch was abzwacken. Keine Untergrundbänder mehr. Und keine Greifarme mehr. Es ist tragisch. Das wollten wir. Und das muss dann auch irgendwo hin. Dann stellen wir hier das hin mit zwei Kisten und dann holen wir mal, was wir hier oben haben. Lagern das hier unten mal ein. Ja. Die Leichtbauteile, die werden ein bisschen brauchen, sind nicht die schnellsten. Aber es hat ja Zeit, denn bis die Forschung durch ist, das dauert ein Weilchen. Insbesondere wenn uns die Fläschchen ausgehen und nicht nur die blauen. Das brauchen wir von allen hier gleichmäßig viel. Wie ihr seht, kommen die Aliens nun an unsere Plattform ran und auch unser Öl ist ausgegangen. Hier sehen wir ziemlich gut aus, was Uran anbelangt.
Aber aufgrund, da ich hier schon mal für Logistik vorbereitet habe und einige der Holzkisten mit, wie heißen die auf Deutsch, Anbieterkisten ersetzt habe, wird hier heftig produziert und dies im Zusammenhang mit den Leichtbauteilen, welche viel Kupfer brauchen. Kupfer kommt nicht mehr nach. Und das heißt, auf lange Sicht wird das zum Problem werden. Aber mit diesen paar Fläschchen sollten wir in der Lage sein, die Kovarex-Anreicherung fertig zu forschen. Und hier haben wir auch einige gelbe Fläschchen am Start. Das wird noch nicht reichen, um die Logistik zu forschen. Aber wir sind auf dem Weg. Denke, geh mal hier unten hin und baue hier schon mal ab. Es hat den Anschein, dass hier doch das Uranerz, das Uranfeld, etwas dünner geworden ist, da wo wir abgebaut haben. Fließband nehme ich. Ja, da ist sie. Dann denke ich, machen wir hier mit der Laserforschung weiter. Dann können wir hier alles einsammeln. Dann hier stellen wir die ein. Vielleicht möchte ich da eigentlich die Zweierforschung haben. Oder die besseren Produktivitätsmodule. Kann ich hier nochmals nachlegen, denn hier sind wir fast schon wieder ausgeschossen. Dann können wir uns auf den Weg machen. Wir sammeln hier noch die verbleibenden Förderer ein und die Harvester-Plattformen. Und dann sind wir weg von hier. Wir sind mehr als 2 Stunden hier geblieben. Das ist mehr als doppelt so lang, als wir das letzte Mal auf einem Planeten geblieben sind. Das spricht doch dafür, dass dieser Planet uns entgegenkam mit der Verschmutzung und so. Aber hier auf dieser Seite habe ich gar nicht alles aufgedeckt und von da kommen auch die Aliens und ich denke auch von dieser Seite hier. Gut. Dann leiten wir den Prozess mal ein. Holen die beiden Harvester-Plattformen. Und dann sehen wir auf dem nächsten Planeten weiter. Also, bis dann und tschüss.